irgendwas dabei, falls okay, du brauchen zeig, kannst. Was du auf Lager hast. Ich glaube, das war's erstmal. So. Ruf mich an, wenn du mich brauchst. Ja, ich ruf dich an. Ja, nun glaube ich schon, unser roter Flitzer wirklich weg zu sein. Ich nehme den jetzt. In den hier. Wie weit ist es denn weg jetzt? Wo ist der Scheiß? Ah, das geht ja diesmal. Das ist nicht so weit weg, Donovan hier. Oh, die große Villa, glaube ich. Ja, Mensch. Ich passe mich doch nur dem fließenden Verkehr an. Was möchtet ihr denn von mir? Stopp. Darlings. So, nochmal einpacken hier. Oh. Ja. Olivia ist im Country Club. Steig ein, ich erkläre dir den Plan. Hör dir das an. Olivia Marcano ist eine echte Goldgrube. Ich verstehe immer noch nicht, warum Olivia Marcano in die Sache verwickelt war. Nach dem, was man so hört, hatte sie 2 bis 3 Mal so viel Geld wie Sal Marcano. Geld war ihr scheißegal. Für meine Begriffe hat sie jemanden engagiert, der Lucho töten sollte. Sie wollte selbst am Ruder stehen. Meine Meinung? Sie hatte die Schnauze voll von dem ganzen Mafia-Scheiß. Wir sind am Arsch, Olivia. Ist dir das klar? Dieses Arschloch von Duval hat uns im Testament nicht erwähnt. Und drum kriegt sein Neffe jetzt alles. Hast du sein Testament denn auch wirklich geprüft? Ich habe zumindest den Teil gelesen, in dem steht, dass das Grundstück, auf dem ich mein Casino baue, an Steven DeGarmo geht. Remy hat das Testament vor 6 Monaten überarbeitet, aber nie unterzeichnet. Und was soll das heißen? Dass ein Testament erst dann gültig ist, wenn man es signiert hat. Verdammt nochmal, das weiß ich. Ich meine, was bedeutet es für uns? Dass ich es anfechten kann. Remy und ich waren Geschäftspartner und in einer meiner Beteiligungsgesellschaften wird das Grundstück als geschäftsrelevanter Vermögensgegenstand geführt. Klingt wie der feuchte Traum von einem Anwalt. Und was bitte habe ich davon? Da fragst du wirklich die Falsche, Sir. Ich habe fast jeden Cent, den ich besitze, in das Casino gesteckt. Einen großen Prozess kann ich mir nicht leisten. Wie kommen wir aus der Scheiße wieder raus? Steven kommt für die Beerdigung in die Stadt. Ich könnte ein Treffen arrangieren. Wir bieten ihm an, dass er für die Grundstücksübertragung eine Beteiligung am Casino erhält. Ja. Ja, gute Idee. Und wenn er unterschrieben hat, kümmern wir uns um ihn. Also gut, bereite es vor. Aber meine Geduld ist jetzt definitiv am Ende, verstanden, Olivia? Ich habe die Schnauze voll von dem Mist. Du kannst mir ruhig vertrauen, Sir. Oh. Mr. Clay ist also als Ober im Country Club aufgetaucht. Alle Anwesenden waren reiche Arschlöcher oder Mitglieder der Southern Union. Drum war es für Lincoln nicht so schwer reinzukommen. Stecken Sie einen Schwarzen in eine Livree, dann ist er so gut wie unsichtbar. Ich bin einfach durchs Tor gefahren und habe ihn vor der Tür rausgelassen. Keiner hat uns beachtet. Oh nein. Soll das etwa heißen, er hat es nur mit seiner Dienstkleidung geschafft, an Mrs. Mercanos Personenschutz vorbeizukommen? Ich habe ein Fläschchen schnellwirkendes LSD zusammengerührt. Also nach genau derselben Rezeptur, die wir für MK Ultra verwenden. Und gab es Lincoln. Mit einer Spritze hat er dann ein paar Tröpfchen in jedes Glas getan, das er serviert hat. Ein paar Minuten später waren alle, die von dem Zeug getrunken hatten, total neben der Spur. Ja, cool. Ich am Arsch. Was? Was ist passiert? Hab nie gelernt, eine Fliege zu binden. Traust du dir das zu? Scheiße, ich gehe da rein, verpasse den Wachen eine Dosis Militär-LSD und dann bin ich bei Olivia. Und lass dich von den Scheißern oh, keine Waffen, nix. Denk dran, du kannst keine Waffen mit reinnehmen. Wie geht's dir, Kumpel? Folge der Auffahrt auf der Linken. Mrs. Yaya's Restaurant und Catering. Also jetzt das erste Mal. So, dann war vorsichtig hier, ne?
Wir sind da. Du hast die Tasche, die Spritze ist drin. Und denk dran, die Droge wirkt schnell. Die knipst dich im Handumdrehen aus. Gut, hier soll ja niemand rausfinden, was eigentlich vor sich geht. Lass dich mal ansehen. Wenn sie dich killen, haben sie wenigstens gleich was Hübsches, worin sie dich begraben können. Fick dich. Also alle anderen waren rechtzeitig hier. Betatschen diese Weißbrote auch alle anderen? Fauler Nigger, das ist ihre Aufgabe. Die haben mich da draußen kalt erwischt, haben gefragt, wo mein Wagen ist, wo ich herkomme. Du ziehst entweder sofort deine Uniform an oder verschwindest aus meiner verdammten Küche, Clunel. Komm mit. Maka. Leg einen Lappen auf den Tisch. Sieht aus wie ein verdammtes Rattennest. Ich... Miss Olivia kommt gleich runter. Sie wird ein paar Worte zum Tod des armen Mr. Remy sprechen. Achso, das ist er gar nicht. Ups. Boah. Schnapp dir eine davon, bring sie raus und gieß den Gästen ihre Drinks ein. Und dass du ja mit keinem von ihnen sprichst, klar? Guck mal, wir leuchten so weiß. Cool. Bring den Leuten ihre Drinks, sofort. Und eine noch, komm. Alle guten Dinge sind drei. Nicht selber trinken, oder? Können wir selber trinken? Können wir? Nein, halt, warte mal. Bleib stehen. Du wirst hier nicht fürs Rumstehen bezahlt, Boy. Geh und bedien diese armen Gäste. Austrinken, Motherfuckers. Haben die denn jetzt einen Verdächtigen? Nein. Ah, da. Earl ist kurz davor, ein paar seiner Jungs ins Hollow zu schicken, damit die mal an ein paar Affenkäfige... Wie lässig, ne? Bam. 10 Meter über dem Glas. Die verfluchten Affen waren nie besonders schlau. Aber wenn man sie nicht... Bestimmt die da vorne, die will auch was. Schnell bösartig werden. Ja. Kriegs auch was. Was will denn da hinten? Warum stehen die da noch? Zuerst möchte ich Ihnen allen danken, dass Sie hergekommen sind, um sich von unserem treuen Freund Remy Duval zu verabschieden. Ich weiß, bei all der Gewalt, die uns heimsucht, wäre es sicherer gewesen, zu Hause zu bleiben oder die Stadt zu verlassen. Aber Sie haben es wie Remy gemacht. Sie haben erhobenen Hauptes ausgeharrt und sind nicht weggelaufen. Es ist keine Übertreibung zu sagen, dass Remy ein mutiger Mann war. Aber es ist nicht sein Mut, den ich am meisten vermissen werde, sondern es geht mir um etwas anderes. Bitte. Auch ein Stück LSD? Gar kein Ding. Hier. Beste Zeug. Sie auch? Bitte. Gleich krieg ich schon abdancen. Unser gemeinsames christliches Erbe, das zurückreicht bis nach Europa. Remy war mir ein Freund. Ein teurer Freund. Hier. Sie auch nochmal? Komm. Klar. Nimm nochmal einen Schluck. Komm. Schön Sprudelwasser hier. Nein, ist Wein. Sprudel nicht. Sie auch noch? Komm. Jedes Mal, wenn ich einen von diesen scheiß Hippies sehe, möchte ich ihm am liebsten eins in die Fresse geben. Wenn wir den Leder finden, der Remy ermordet hat, wird er sich wünschen, er wäre tot. Hey, bleib stehen. Bitte etwas leiser. Was? Oh, er ist doch bestimmt einer von den Guten. Bitte, bitte. Tut mir
so leid, Liebling. Willst du Samstag rüberkommen und das Spiel gucken? Ach, jetzt hör mal auf. Sie sagt, ich rede nicht genug mit ihr. Also, oh, das ist ein scheiß doofer Weg. Dö. Hey Maka, wie geht's? Ich hab den Neffen auch nie gesehen. Hey, da gibt's einen. Bring mir die Flasche her. Natürlich, Sir. Bitteschön. Schöne Handschuhe haben Sie. Sagen wir mal, es gehörte viel mehr zum Vermögen der Duvals als ein. Also warum kann ich ihn nicht aus Versehen? Schade. Abendessen auf dem Tisch, wenn ich heimkomme. Ist das wirklich zu viel verlangt? Klar doch. Ganz hinten am Arsch der Welt hier. Hey. Ich meine, wir haben jeden einzelnen Penny verloren. Du mit der Flasche. Ja, ich komme doch schon. Wir werden sie an unseren Stolz als Weiße erinnern, Bruder. Denn im Moment ist das das Einzige, was der Southern Union geblieben ist. Mache eine Zigarettenpause. Ich will keine Pause machen, ich will fertig machen. Oh, guck mal. Groß. Großer alter Mandingo, Nigga. Mandingo. Ich bin auch gelangweilt. Wollt auch ein bisschen was haben? Dann geht die Party richtig ab. Ja, hier müsst ihr auch mal sauber machen, Leute, ne? So kätzt ihr nur nicht in der Küche. Na, sieht das gut aus? Sieht gar nicht mal so schlecht aus. Hey, Neuer, du kannst hier drüben rauchen. Siehst du, was mit Clarence los ist? Sieht aus, als hätte der was von dem abbekommen, was hier rumgeht. Wenn du mich fragst, könnte es keinem Besseren passieren. Geschieht ihm recht. Nigger hier, Nigger da. Ist jedes zweite Wort aus seinem Mund. Schlimm genug, es von den Weißen zu hören, braucht es echt nicht noch von einem von uns. Vielleicht überdenkt er dann ja mal, wie er die Dinge hier handhabt. Na, das möchte ich erleben. Schön auf dem Fliesenboden. Schön. Nun? Haben wir doch. Also, Folge Olivia. Interessiert dich einen Scheiß? Alles Weiße sind. Schön. Früher konnte man noch in der Küche rauchen. Da war es noch nicht so, ne? Gab es noch nicht dieses Zigarettenverbot. Ne? Ja, ordentlich machen. Aber da wo du. Da ist doch schon alles sauber. Meine Güte. Ich würde mir gut überlegen, da rauszugehen. Irgendwas stimmt nicht. Den Leuten. Mir egal, was Clarence sagt. Ich bleib hier drin. Die Leute sind verrückt geworden. Finne hat den Weißarsch geschnitten. Moment, was rede ich denn da? Ich würde es dir so gern zeigen. Alles ist verbunden, weißt du? Ah, cool. Du, ich, er. Ja. Oh, Gottes Willen. Auch die ganzen Lichter. Ja, schön. Wir sehen uns dann am Sonntag in der Kirche. Hui. Verdammt, Donovan. Die Leute drehen echt voll ab. Ich sehe Remy. Ey, der steht hier nie ab. Warte. Ich bin Remy. Hier stimmt was nicht. Bring mich hier raus. Sofort. Körper. Ja, Mel. Ich will zusätzliche Männer an der Vordertür und hinten. Keiner kommt hier ohne meine Erlaubnis rein oder raus. Soll ich den Gästen was sagen? Und was? Du hast sie doch gesehen. Sie sind alle von etwas befallen. Nee, nee, das wollte ich gar nicht. Ich guck mal, ob wir da in die Tür reinkommen da. Nee. Hoi. Was? Oh. Tut mir leid. Tut mir so leid. Hey, der Schiede. Ist das vermisst
Stellen Sie es auf die Bar. Und? Immer noch nichts? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Packt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas begriffsstutzig. Ist Olivia runter! Er schießt den Bastard! Ihr Neger, Alter, wir müssen nach da! Feuer frei! Jemand muss Mr. Kano schützen! Ich geh in Deckung! Ich komme ja nicht weg! Ah, Scheiße! Ich lade nach! Neffe dir! Komm, komm, komm! Nein! Nochmal, komm, hopp! Ja, gib Gummi hier. Ich will meine Waffen haben. Stellen Sie es auf die Bar. Und darf ich vorher eigentlich da rangehen? Nein, Ma'am. Sie haben ihn ziemlich hart drangenommen. Packt ihm eine Hand ab. Vielleicht stimmt ihn das um. Wir müssen hier weg, bevor was auch immer da unten vor sich geht, noch schlimmer wird. Ich glaube, unser Negerfreund hier ist etwas... Ich hab ihn im Visier! Er schießt den Bastard! Ich hab ihn im Visier! Feuer frei! Ich muss hier nach Hause, Mr. Kano! Wechselartig! Oh, der Junge kann echt schießen! Komme ich da rein in den Raum? Gar nicht? Noch nicht? Du Bastard. Ich hätte nie gedacht, dass du erschossen wirst. Ja, genau. Ich habe in den Kopf geschossen. Lusche hat mich von Anfang an total fasziniert. Er war so attraktiv. Ich war ihm verfallen. Er hatte nur die allerfeinsten Anzüge und immer die teuersten Autos. Es hatte alles etwas unglaublich Romantisches für mich. Da ist nichts Romantisches dabei, Leute zu berauben und zu töten. Jedem das Seine. Für mich war das alles jedenfalls sehr aufregend. Wo steckt Degarmo? Degarmo? Der ist in einem Gebäude. Unten am Wasser. Was ist, willst du mich nicht umlegen? Du bist die Mühe nicht wert. So. So, jetzt haben wir zwar keine lautlose Waffe gerade, aber immer haben wir eine Schutzweste und ein bisschen was an Munition hier. Weiß nicht, hier durchschießen kann man wahrscheinlich wieder nicht so wirklich.